Liebe Freunde, willkommen zurück. So, wir brechen jetzt auf und es geht Richtung Feenrichtung. So, mal unten lang. Ah, kommen wir leider nicht über den Fluss. Da oben wären wir über den Fluss gekommen oder halt hier unten. So. Einmal da lang. Und bevor wir die Feenlichtung betreten, werden wir rasten. Wir haben schon drei erschöpfte Charaktere. Eine Waldlichtung, auf der früher eine Bande von Feenwesen ihre Streiche spielte. Ja, was werden wir kochen? Reisnusspudding. Plus 5 auf die Bewegungsrate. Nehmen wir herzhaftes Essen. Plus 1 auf alle Rettungswürfe. Jubilost, why are you so arrogant? Our party has a commander, and it's not you. Because there's more knowledge in my head than in all of yours combined. Of course I do, as our leader says, but don't expect me to keep my opinions to myself about what we should do. So, wir betreten die Feenlichtung. Okay, kleines Gebiet. Feenwesen. Aber wir werden jetzt nicht alle Buffs durchziehen, aber ruhig mal den Todesschutz für Valerie. Und Schutz vor Furcht. Beste Hoffnung kann man immer machen. Unsichtbares Sehen. Und ja, auch ich mal Schutz vor Pfeilen. Und Valerie bekommt auch noch Rindenhaut. So, dann geht's so los. Was haben wir hier? Waghalsiger Satyrbogenschütze. Geschwinde und rede mit deinem Elf. Wir schon sehen, wie sehr mich das kümmert. Über der Lichtung liegt der faule, ekelerregende Gestank des Atems nach einer durchzechten Nacht. Feenwesen aller Arten und Größen liegen auf dem Boden und schlafen, teils kaum bekleidet, Seite an Seite im Gras. Ein schlaftrunkener Satyr öffnet mühsam die Augen und sieht dich angespannt an. Waghalsiger Satyrbogenschütze, verflucht! Wer ist da? Wer seid ihr? König Elras, der rechtmäßige Herrscher dieses Landes. Ha! Das hätte mir schon einen Blick auf eure geschwollene Brust verraten müssen. Was wollt ihr? Warum belästigt ihr die Einheimischen? Weil einige von ihnen vergessen, wo ihr Platz ist. Wir werden nicht untätig zusehen, wie sich irgendein spitzohriger Trottel mit unseren Mädchen vergnügt. Wovon redet ihr da? Der Satyr winkt verächtlich ab. Ich verbeuge mich nicht vor euch. Ihr habt keine Macht über mich. Oha. Wie kann ich euch dazu bringen, die Dorfbewohner in Frieden zu lassen und für immer aus dieser Gegend zu verschwinden? Der Satyr sieht dich mit gequältem Gesichtsausdruck an. Ah, was zur Hölle? Eure verdammten Dorfbewohner kümmern mich einen Dreck. Mir platzt gleich der Kopf. Bringt mir einfach was zu trinken. Das Gift ist auch das Heilmittel, wisst ihr?
Ihr bringt mir was zu trinken, ich bringe die Bande nach Hause. Ist ja nicht so, als würde sie ihre Meinung je ändern, dieser Wirrkopf. Dem Satyr die Flasche reichen. Hier habt ihr eure Medizin. Hm, nicht übel. Es macht sowieso keinen Spaß, diesen einfältigen Bauernstreiche zu spielen. Dann lebt wohl, ich werde euren Anblick nicht vermissen. Der Satyr fletscht grinsend die Zähne, während er langsam aufsteht. Raus aus den Federn, ihr Säufer. Wir gehen nach Hause. Okay, war ein Feenrache dabei. Ja gut, Problem gelöst. Mit Harim sprechen, na, das war noch von der letzten Quest. Hat ja nichts hiermit zu tun. Okay. Eine Serie von Unglücksfällen. Offenbar hatte ein eifersüchtiger Satyr die Feenwesen aufgehetzt. Naja, jedenfalls sind sie fürs Erste kein Problem mehr. Das Leben in der Ansiedlung normalisiert sich bereits. 22 Tage bis zum Fluchtteil 5. Wir schauen uns hier nochmal um. Haben wir irgendwas Interessantes liegen gelassen? Erste Weltobst, 1000 Gold wert, ja. Okay. Da hatten wir auch irgendein Gericht gehabt. Okay, dann mal zurück zur Hauptstadt. Zum Thronsaal. So. Projekte. Ja, wir könnten Levelaufstiege durchführen. Wir machen mal den Eintag weiter. Okay. Ekunfehlschlag, aber trotzdem Spionage plus 2. Das Haus Orlovsky entschied, die Leben seiner Familienmitglieder keinen Fremden anzuvertrauen. Und Lindsay ein Triumph. Ja, sehr cool. Die Agenten des Ratgebers führten äußerst geschickte Verhandlungen. Das Geheimnis ihres Erfolges war die Information, die sie sich im Voraus über die Häuser von Brevoy gesichert hatten. Von ihren Spionen. Die Unterhändler nutzten die Schwächen und Eigenarten ihrer Gegner und das zahlte sich aus. Das Geschäft wurde abgeschlossen und die Häuser von Brevoy sprechen über das vielversprechende und interessante Land im Süden. Wirtschaft plus 5, Beziehungen plus 6, Spionage plus 3 und 3 Baupunkte. Das Gesetz der Pike. Gong, Erfolgschance 0%. Wir machen das trotzdem mal. Höllenritter. Ah, das sind Höllenritter wieder am Werk. Aus der Unvermeidbar-Feste, die vom Norden der Pike beherrscht wird, fallen in der Region ein, um sie zu bändigen. Sie urteilen willkürlich über Leute und richten sie hin. Das ist vollkommen inakzeptabel. Wettbewerb. Gelegenheit. Der Geschichtenerzähler. In der Hauptstadt findet bald ein Schieß- und Nahkampfwettbewerb statt. Wird das Fest geschickt verkündet, könnte es Besucher anlocken und dem Königreich Ruhm einbringen. Das Fest könnte sogar dem Sturmlichtturnier Konkurrenz machen, wer weiß. Okay. Ah, den Post können wir nicht besetzen. Immer noch nicht. Ne, wir machen einfach so weiter. Wir haben noch
Ja, 20 Tage. Bei so einem Projekt braucht er eigentlich 14 Tage. Das würde ja noch gehen vorher. Göttlich erhöhen. Harim. Ja, wir erhöhen göttlich. Okay. Schleichender Tod. Der magische Wald wächst weiter und hat inzwischen ganze Dörfer und Felder verschlungen. Minus 5 auf Militär, Stabilität und Spionage. Das kannst du nochmal und nochmal und nochmal. Meine Güte. Ich hab da eine Idee. Pferd der wilden Jagd gelöst. Ganz viele Ereignisse, Triumph mit Christian. Ich mache jetzt gerade mal ein bisschen schneller, weil das eine mit dem minus 5 hat mich jetzt ein bisschen sehr irritiert. Ja, ich glaube, das war die eine Quest und da habe ich die, den Ort nicht gefunden gehabt. Ich habe die ganze Map abgesucht, aber den Ort nicht gefunden. Mit Harim reden, das machen wir jetzt gleich nochmal. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Weil irgendein mysteriöser Wald, der sich ausbreitet. Oh, keine Ahnung. Der Zorn von Himmel und Wind. Kann sich Harim drum kümmern. 0%. Ah. Verteidiger des Waldes. Sekunden plus 11. Macht des Blutes. Julius plus 23. Falsche Lichter. Christian plus 17. Die besten Assassinen in der Welt der Magie. Assassin plus 15. Trinken bis zum Umfallen. Da wäre Regonga noch mit 8. Schleichender Tod. In einem Ausrufezeichen. Über Nacht sind undurchdringliche Dickichte voller giftiger Pflanzen und gefährlicher Kreaturen entstanden, die sogar in den Straßen hiesiger Dörfer Wurzeln geschlagen haben. Zahllose Bürger sind bereits Opfer riesiger Fliegenfallen und anderer Monster geworden, die aus den magischen Wäldern gekommen sein müssen. Dieser vom kahlen Hügel ausgehende Wahnsinn muss ein Ende finden. Wenn wir dann beide Krisenpunkte einsetzen. Und ein Problem, da müssen wir mit Lindsay reden. Okay. Also, erstmal hier mit Cassil starten, beide Krisenpunkte einsetzen. 55%. Und dann haben wir hier die ganzen Ereignisse. Ich mache ein bisschen schneller, weil sonst lese ich das einmal alles vor und dann ist die Folge vorbei. Jules Fähigkeiten als Hohepriester stärken. Da haben wir jetzt gerade eh Harim aktiv. Eine Kleinstadt bauen. Mit Octavia. Das machen wir ruhig mal. So, und dann gehen wir zum Thronsaal. Lindsay wedelt aufgeregt mit einem Brief, der in kunstvoller Schrift auf teurem Briefpapier verfasst wurde.
Es gibt Neuigkeiten, seht nur. Irovetzi, der König von Pitax, hat euch zum Sturmlichtturnier eingeladen. Das lassen wir uns nicht entgehen, oder? Und mich nehmt ihr natürlich mit. Die gesamte feine Gesellschaft von Pitax wird dort sein, einschließlich einiger Künstler der Akademie. Vielleicht sogar Direktorin Atalia Gitarren. Ich würde zu gerne ihr Gesicht sehen, wenn sie von dem Buch erfährt, das Professor Eobald und ich schreiben. Was ist das für ein Turnier? Irovetzi hält es alle paar Jahre ab. Es kommen Gäste aus allen nahen Königreichen, Mivon, Graltorn, Brevoy. Ich war selbst noch nie dort, aber es soll sehr amüsant sein. Ich glaube nicht, dass das so amüsant wird. Und ich glaube, für Irovetzi wird das am wenigsten amüsant. Hab ich so eine Vorahnung. Was könnt ihr mir über Pitax und seinen König erzählen? Nun, stellt euch ein Wirtshaus voller Piraten, Söldner, Schmuggler, Spione und anderer Glücksritter vor. Sie trinken auf ihre Erfolge, reden über das Geschäft, kaufen, verkaufen, rekrutieren, übergeben und verstecken sich. Und jetzt stellt euch vor, dieses Wirtshaus hätte die Größe eines Königreichs. Das war Pitax vor Irovetzi. Stellt euch nun noch einen namenlosen Baden vor, der das Wirtshaus betritt, einige zwielichtige Geschäfte macht und plötzlich sein Eigentümer wird. Alles bleibt wie es war, aber nun zieren Porträts des Eigentümers die Wände. Am Abend spielt in der Schankstube eine Glaskapelle, ein Jongleur spaziert mit einem zahmen Bären durch den Raum, nackte Gnomenfrauen tanzen auf den Tischen und an der Theke werden neben dem üblichen Bier feurige Substanzen aus Numeria ausgeschenkt. Das ist Pitax heute. Wenn Irovetzi es alle paar Jahre abhält, warum hat er dann bis jetzt gewartet, um mich einzuladen? Oder soll ich wissen, was in Irovetzis Kopf vorgeht? Vielleicht hielt er euch als Baron einfach nicht für wichtig genug. Aber jetzt seid ihr ein echter König. Seid das Gleiche, wenn ihr so wollt. Es gibt keinen Grund, euch nicht zum in seinen Augen bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignis des Jahres einzuladen. Seid ihr sicher, dass es keine Falle? Das ist durchaus möglich. Die Sache hat garantiert einen Haken. Immerhin reden wir hier von Irovetzi. Aber ich bezweifle, dass er versuchen würde, euch bei seinem eigenen Turnier vor den Augen all seiner Geschäftspartner und Nachbarn zu töten. Er wird vermutlich eher versuchen, euch irgendwie übers Ohr zu hauen. Also haltet eure Augen und Ohren offen und unterschreibt nichts. Nun, interessant, nun, wenn ich Zeit habe, warum nicht? Großartig, Falle hin oder her. Lustig wird das Ganze auf jeden Fall. Ihr nehmt mich doch mit, oder? Bitte, bitte. Klar. Harim grübelt und murmelt und räuspert sich dann. Hört zu, Eras, ich möchte euch einen Rat geben. Sucht euch einen anderen Ratgeber, der sich um die Angelegenheiten der Magie kümmert. Das Königreich gerät ohne einen Magister in Schwierigkeiten. Es ist gefährlich, derlei wichtige Dinge ohne Aufsicht zu lassen. Bevor ihr jemanden für diese Stellung ernennt, werde ich diesen letzten Fall übernehmen, bei dem es um Magier und andere Zauberwirker geht. Eine Gruppe von Netis-Priestern ist an eurem Hofe eingetroffen und sie haben einen erstaunlichen Vorschlag. Die Gründung einer Bibliothek der Magie, hier in der Hauptstadt. Eure Baronie erhielte damit einen wertvollen Wissensspeicher, der ansonsten der Dunkelheit anheimfiele. Ich denke, das ist eurer und eures Königreichs würdig. Okay, das machen wir. Wir werden diese Bibliothek der Magie bauen. Es wird die Entwicklung der mystischen Künste fördern. Ich werde diese Neuigkeit den Priestern von Netis umgehend übermitteln. Beziehungen plus 2, Arkan plus 2, minus 100 BP. Wir können eine Netis-Bibliothek einmal kostenlos bauen. Kimo verbeugt sich verlegen, während ein breites Lächeln über seine Lippen blitzt. Es ist vollbracht, ich habe etwas für euch. Danke. Gern geschehen. Was hätte ich es vergessen? Bitte, kommt, sprecht mit mir. Ich muss euch etwas fragen, etwas Persönliches. Und er verlässt den Thronsaal. Okay, mit Harim müssen wir auch noch reden. Mit Harim reden, mit Timo reden. Charell,
Guten Tag, Durchlaucht. Ich wurde auf seltsame Weise an meinen Status als höfischer Handwerker erinnert. Einige Prediger suchten mich in meiner Werkstatt auf, um euch zu preisen und ihrer Dankbarkeit für den freundlichen Empfang in eurem Land Ausdruck zu verleihen. Nachdem sie gegangen waren, beschloss ich, etwas zu unserer gemeinsamen Sache beizutragen. Rohr des Schelms. Danke. Peak der Flusskönige. Jawohl, jetzt geht's weiter. Irovetti, der König von Pitax, lud unseren König zu einem Turnier ein. Aber warum? Als Zeichen nachbarschaftlicher Freundschaft vielleicht? Unwahrscheinlich. Der Herrscher von Pitax war bekannt für seine tückische Verschlagenheit. Okay, also ein ganz neues Kapitel. Ah, schon wieder ganz, ganz viel passiert, Leute. Peak der Flusskönigreiche. Mit Tyrim reden, mit Timon reden. Wir haben auch dieses eine Problem, das uns immer irgendwie 5 Punkte abzieht. Neuen Ratgeber ernennen. Ja, so. Magister. Geschichtenerzähler plus 5. Den könnte man hier noch ernennen. Lindsay. Den könnten wir hier noch ernennen. Valerie. Ja, Valerie plus 2. Hm. Ja, irgendwie nicht so toll. Octavia baut eine kleine Stadt. Ja, weiß ich nicht. Hier, Octavia. Wie gut Valerie jetzt hierfür geeignet wäre. Na gut, erstmal so. Hier in einem Tag das mit Cassil. Das Winsendicht-Turnier hat begonnen. Es ist Zeit, die Pitaxianer zu besuchen und an deren Herausforderungen teilzunehmen. Okay. Ja, in einem Platz haben wir jetzt nicht besetzt, klar. Und bis zum... Kahlen Hügel 6 Tage. Mit Lindsay zu dem Turnier gehen, okay. Hier noch mit Harim sprechen. Erstmal mit Harim sprechen. Harim ist nicht. Doch, da ist er. Okay. Es ist vorbei. Ja, ich dachte, ich wäre von der Bürde meiner Vergangenheit befreit worden, als ich Guetos Wahrheit in mein Herz ließ. Doch erst jetzt bin ich wirklich frei. Wisst ihr, Elras? Früher habe ich sie alle so sehr gehasst. Die Zwerge, die mich verjagt haben. Den Gott, der mich verstoßen hat. Nun sehe ich mir das hier an und erinnere mich kaum noch an meinen Hass. Wie erbärmlich sie sind mit ihrem Stolz und ihrer Sturheit. Wie sie ihre Spielzeuge bauen, um zwischen ihnen zu sterben. Unfähig, die Dinge zu zerstören, die sie erschaffen haben. Ich würde sie auslachen, aber eigentlich ist es zum Weinen. Andererseits dachte ich, wie soll ich es sagen? Harim wickelt sich den Bart um die Faust. Meine Gabe, woher auch immer sie kam, die Gabe zu zerstören, anderen zu helfen, etwas zu erschaffen. Vielleicht tut mein Gott etwas Ähnliches. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Eines Tages wird Guetos frei sein und diese Welt zerstören.
Aber stellt euch vor, was dann geschieht nach dem Ende. Vielleicht ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung und eine neue Welt. Wer weiß, wer weiß. Dem auch sei. Danke, Elros. Ohne euch hätte ich mich weiter im Kreis gedreht, während Verbitterung und Hass mich von innen zerfressen. Ihr habt mir geholfen, Frieden zu finden. Und ich schwöre bei Goetos, ich werde nicht von eurer Seite weichen, bis ihr an der Reihe seid, zu Staub zu zerfallen. Rechtschaffen gut. Es ist gut, dass wir dem Paladin geholfen haben. Es war ein Akt der Güte. Harim zuckt gleichgültig mit den Schultern. Gut, schlecht. Sie wurden durch Gier und Stolz getrieben. Ehrlich gesagt unterscheiden die beiden sich nicht sonderlich. Beides waren Kinder des Xäge-Clans und wahre Anhänger Thorax. Es gibt hier nichts, worauf man stolz sein könnte. Es schert mich nicht, wer die Festung gewonnen hat. Mein Verstand ist erfüllt von Gedanken über meinen Platz in der Welt und die wahre Bedeutung des Dienstes an Goetos. Zerstören, aus den Teilen etwas Neues erschaffen, um es dann wieder zu zerstören. Macht ihr das nicht auch hier in den Raublanden? Ihr habt euer Königreich auf der Asche unzähliger Vorläufer errichtet. Denkt einmal darüber nach, wenn ihr die Zeit dazu findet. Okay, also das haben wir erledigt. Der Handwerker aus der nördlichen Nahlmark, Kimor. Na ja. In Herzensangelegenheit. So, aber erstmal möchten wir wissen, was jetzt hier mit Cassil ist. Tag überspringen. Schleichender Tod. Leute, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Weil bei dem letzten Mal, als wir auch sowas mit einem Ausrufezeichen hatten, das hatte ich ja ignoriert gehabt, weil die Wahrscheinlichkeiten so schlecht waren. Und wir hätten einfach einen Zoo abweisen müssen, glaube ich. Und das hätte sicher funktioniert gehabt. Weil Cassil hatte jetzt auch eine ganz große, ich glaube, der hatte keine gute Wahrscheinlichkeit gehabt hier, oder? Ich habe es einfach gemacht. Wohl 55%, ja. Aber hier steht jetzt nicht Erfolg oder Misserfolg oder sowas. Das Königreich hat überdauert und wieder Frieden gefunden. Ohne irgendwie, ja. Naja gut, aus Fehlern lernt man. Also einfach bei solchen Sachen einen zuweisen. Besser als es gar nicht, als es zu ignorieren. Militär plus 4, Stabilität plus 1, Spionage plus 1. So, ihr seid beschäftigt. So, da müssen wir hin. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, noch 5 Tage, oder? Ah. 5 Tage. So. 13 Stunden. Also noch einmal draufdrücken. Trinken bis zum Umfallen. Erfolg. Stabilität plus 3. Ein Dorf wurde zu einer kleinen Stadt entwickelt. Im Schloss wartet ein Besuch. So, Oktava und Regonga möchten auch noch etwas besprechen.
Und dann geht's hier um den kahlen Hügel. Jawohl. Gut. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Beziehungsweise, damit ich es nicht vergesse, schon nochmal hier, um Octavia zu weisen. Ich kann Octavia jetzt gerade nicht auswählen. Moment. Das Valerie genauso gut. Und jetzt Octavia auswählen, ja. Dann haben wir alle Posten besetzt. Okay. Gut, also beim nächsten Mal hier die Sache mit dem kahlen Hügel besprechen. Macht's gut. Bye, bye.